Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Beim Schlaganfall muss alles ganz schnell gehen. Der Schlaganfall gilt in Deutschland bei Menschen über 60 als die Todesursache Nummer 2. Aber soweit muss es nicht kommen, wenn man die Symptome richtig erkennt und auch danach handelt. Also plötzlicher Kraftverlust, Koordinationsprobleme, Sprechprobleme, Lähmungserscheinungen. Wenn Sie sowas an sich bemerken oder an anderen, dann schnell den Rettungswagen rufen, die 112, und dann ab ins Krankenhaus. Bei mir ist Privatdozent Dr. Jürgen Eggers. Er ist Chefarzt der Neurologie und der Frühreha an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Eggers. Ja, gerne. Sagen Sie mir, wenn man mit solchen Symptomen zu Ihnen gebracht wird, wie entscheiden Sie dann, was zu tun ist? Grundsätzlich muss man erst einmal identifizieren, wie schwer ist der Schlaganfall und seit wann bestehen die Symptome. Das ist ganz entscheidend für die Behandlung. Dann werden wir nach einer sehr schnellen Untersuchung des Patienten durch den Neurologen, Notfallblutentnahme etc., eine sofortige Bildgebung des Hirns durchführen, ein Computertomogramm in der Regel. Das ist ganz besonders wichtig, weil daran kann man dann sofort sehen, ist es eine Hirnblutung, das macht ungefähr 15% aller Schlaganfälle aus, oder ein Hirninfarkt, eine Durchblutungsminderung, also 85% der Schlaganfälle. Und danach richtet sich ganz klar, welche Therapie man einleitet. Das heißt also, beim einen ist zu viel Blut im Hirn, weil, weil etwas geplatzt ist, beim anderen ist es eigentlich zu wenig Blut. Worüber wollen wir als erstes sprechen? Zu viel? Am besten über den Hirninfarkt würde ich vorschlagen, weil das häufiger ist. Der Hirninfarkt ist ähnlich wie der Herzinfarkt, einfach eine Durchblutungsstörung, jetzt nicht des Muskels, sondern des Hirns selbst, also des Bereiches unseres Körpers, da unser Sein, unser Bewusstsein, unser Innerstes eigentlich darstellt, unser wichtigster Teil des Körpers. Und je nachdem, wie groß das Gefäß ist, das verstopft ist und wie lange es her ist, kann man das wunderbar behandeln, zum Beispiel mit einem Auflösen des Gerinnsels im Hirn mittels Lysetherapie. Was ist das? Eine Lysetherapie ist ein sehr aggressives Auflösen eines Gerinnsels im Hirn mittels eines starken Medikaments. Dies muss sofort appliziert werden. Vorher muss man aber sicherstellen, dass es gerechtfertigt ist. Sprich, man muss sicher sein, es ist keine Hirnblutung, das wäre dann schädlich auf jeden Fall. Ja. Und es muss klar sein, dass es sich wirklich um einen Hirninfarkt handelt. Es gibt manchmal epileptische Anfälle, die ähnlich ablaufen oder andere Zustände. Dafür sind die Neurologen aber speziell ausgebildet. Und mittels Bildgebung, das heißt Computertomogramm, eventuell mit Kontrastmittel zur Darstellung der Hirngefäße oder der Hirngewebsdurchblutung, kann man sehr schön sehen, wie viel vom Hirn ist bedroht, wie viel kann man retten oder kann man es vielleicht sogar komplett retten und die Lysetherapie einleiten. Die stelle ich mir jetzt mal so vor wie ein ganz starkes Aspirin. Nein, das ist sogar viel aggressiver. Es ist so, dass ein Gerinnsel aus Fibrin besteht, das heißt aus verklebten Blutfäden letztendlich. Dazu ist es da, das Hirn und der Körper haben einfach dieses Gerinnungssystem, damit Blutungen verhindert werden zum Beispiel. Oder wenn ein Gerinnsel entsteht, aber auch gern an einer Verhärtung der Arterien oder aus einer Herzrhythmusstörung, wird ins Hirn verschleppt und dann richtet es sofort akut Unheil an. Mhm. Und dann geht es um die Zeit. Dann muss es schnell gehen. Man darf diese Thrombolysetherapie nur in den ersten 4,5, vielleicht 6 Stunden der Symptome beginnen, damit man nicht das Hirn indirekt schädigt, indem es schon so erweicht ist, dass durch die Lysetherapie dann Blut einsickert ins Hirn. Gibt es denn noch andere Ausschlussargumente, weshalb es mit der Auflösung des Thrombus nicht geht? In der Regel ist es meistens einfach zu lange her, der Schlaganfall, weil die Menschen die Symptome nicht ernst genommen haben. Mhm. Beim Herzinfarkt ist es, da weiß jeder, ich habe Todesangst, ich habe Schmerzen. Mhm. Beim Schlaganfall ist es leider so, dass man einfach nur Ausfallsymptome hat. Das heißt, man kann den Arm nicht mehr heben. Das kann auch mal vorübergehend weggehen. Und dann denkt man, naja, dann ist doch egal, dann lege ich mich jetzt schlafen. Am nächsten Tag hat man eine komplette Lähmung. Ja. Genau, das ist, da möchte ich kurz einhaken. Symptome kommen und sie gehen wieder weg, wahrscheinlich sogar innerhalb von Minuten, das oder? Das gibt es, das nennt man dann vorübergehende Durchblutungsstörung oder transiente ischämische Attacke. Genau, diese TIA. TIA. Ja, genau.
Und dann aber trotzdem kommen, auch wenn man denkt, oh komm, richtig, da besetze ich nur einen Platz in der Notaufnahme und in Wirklichkeit bin ich doch nur zimperlich. Und sogar als Notfall, weil das ist ein, sagen wir, ein Prädiktor, also ein Ankündiger für den echten schweren Schlaganfall. Ja. Man hat ja einen Grund, dass das, was ausgefallen ist, zum Beispiel eine Halsarterie, wo die Durchblutung gestört war oder ein Gerinnsel, das verschleppt wurde, das kann im nächsten Moment wiederkommen. Ja. Und das kann man dann häufig in der Klinik sehr gut verhindern. Jetzt sagen Sie, es ist so wichtig zu wissen, wie lange das erste Symptom zurückliegt. Sind denn alle Patienten, die zu Ihnen kommen, ansprechbar? Eben leider nicht. Also ein Teil des Schlaganfall-Syndroms kann ja sein, dass zum Beispiel eine schwere Sprachstörung vorliegt. Das heißt, der Mensch kann sich gar nicht äußern, weil er einfach eine Sprachstörung hat oder manchmal sogar eine Bewusstseinsstörung hat. Dann sind die Informationen, die die Angehörigen im Rettungsdienst übergeben, sehr wichtig. Gern haben wir es auch, wenn eine Telefonnummer, eine Handynummer mitgegeben wird. Dann können wir zum Beispiel die Angehörigen oder vielleicht sogar mal den Hausarzt anrufen. Was für Erkrankungen liegen vor, seit wann hat es begonnen, wenn der Rettungsdienst zum Beispiel diese Informationen gar nicht liefern kann, weil alles viel zu schnell ging. Welche Möglichkeiten haben Sie außer der Thrombolyse? Bei Hirninfarkt ist es, wie gesagt, möglich, die Gerinnsel, auch kleine und große Gerinnsel, aufzulösen. Bei ganz großen Gerinnseln besteht das Problem, dass diese Gerinnsel nicht ausreichend auflösbar sind. Da gibt es seit etlichen Jahren, also ungefähr seit 5 Jahren, bewiesenermaßen eine sehr effektive Methode, den Notfall-Hirnkatheter. Mhm. Da wird zum Beispiel bei einem Menschen, der ein sehr großes Gerinnsel hat oder wo ein Gerinnsel vorliegt, das nicht mehr mit Thrombolyse behandelt werden kann, durch die Leiste ein Katheter zum Hirn geschoben, analog zum Herzkatheter. Man biegt auch nicht zum Herz ab, sondern zum Hirn. Mhm. Und dort wird ein Draht durch den Thrombus gelegt und dann wird sozusagen mit einem sogenannten Stent Retriever oder einfach durch Absaugung dieses Gerinnsel entfernt. Das ist sehr elegant, das ist häufig mit wenig Nebenwirkungen verbunden und hat einen teilweise durchschlagenden Effekt. Teilweise bekommen wir Patienten, die haben eine schwerste Lähmung mit kompletter Sprachstörung und können überhaupt nicht mehr gehen oder können sich nicht mehr äußern. Und nach erfolgreicher Lyse und Behandlung mit Hirnkatheter, das nennt man im Fachbegriff Thrombektomie, also Thrombus wird herausgezogen, ist es häufig möglich, dass der Patient mit ganz wenigen oder gar keinen Symptomen, das haben wir häufiger, wieder nach Hause gehen kann. Am nächsten Morgen sitzen die nach der Notfallbehandlung frühstückend im Bett und da kann man jetzt nicht versprechen, dass das eben immer möglich ist. Man kann häufig den Schaden nur begrenzen, aber tatsächlich auch für mich, der 25 Jahre lang Schlaganfallpatienten behandelt, ist es eine völlig neue Erfahrung, dass diese schwersten Verschlüsse im Hirn, der Hirngefäße, tatsächlich so behandelbar sind, dass der Patient tatsächlich wieder gesund nach Hause gehen kann. Das kommt immer häufiger vor. Man sollte aber nicht die Erwartungshaltung haben, dass das immer möglich ist, ganz klar. Sicher nicht. Aber ich muss nochmal auf die Methode zurückkommen. Das heißt also, Sie haben den Katheter, den schieben Sie durch die Leiste, dann kommen Sie ins Hirn. Bei Vollnarkose hoffe ich? Das kann man mit Narkose machen. Man kann es auch mal mit milder Sedierung machen, weil das Vorteil hat. Es geht schneller und der Patient hat vielleicht kein weniger Risiko, eine Lungenentzündung zu bekommen oder dergleichen. Und dann schieben Sie den Katheter durch den Thrombus, also Thrombus durch den Pfropf, im Hirn. Und dahinter spannen Sie so eine Reuse, wenn ich das so nennen darf, also so ein Gitter auf. Und dann ziehen Sie den mit dem da raus. Genau, das muss man sich sogar im Thrombus für diese Reuse oder dieser Stent Retriever entfaltet. Mhm. Und nur zur Vollständigkeit halber, das machen die Neuroradiologen, also unsere benachbarte und befreundete Abteilung, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, weil die hochspezialisiert und trainiert sind, ausschließlich das zu machen beim akuten Schlaganfall. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und 24/7, also den ganzen Tag, jede Stunde des Tages, jeden Tag im Jahr stehen wir alle bereit dafür. Dennoch meine Frage, was kann schiefgehen bei diesem Eingriff? Bei jeder Akutbehandlung, Notfallbehandlung einer schweren Erkrankung kann immer was schiefgehen. Rein theoretisch könnte man zum Beispiel eine kleine Blutung im Hirn setzen durch diesen Notfallkatheter. Das passiert immer seltener, weil die Fortschritte in der Medizin sind unglaublich. Die Kollegen, die das machen, sind immer trainierter. Und trotzdem gibt es natürlich immer mal Komplikationen bei Eingriffen. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr selten geworden. Mhm. Bei der Thrombolyse, also der Notfallbehandlung mittels des aggressiven Medikaments, ist auch das Risiko der Hirnblutung. Aber dafür sind die Neurologen da, um das festzustellen, ist der Patient gefährdet dafür oder nicht. Mhm. Und die setzen das nur ein, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Schädigung extrem niedrig ist.
Okay, wir haben ja noch die andere Form des Schlaganfalls, nämlich in diesem Fall also die Hirnblutung. Da funktioniert ja nichts mit rausziehen, da eher mit reintun, oder? Genau. Das Wesentliche ist, es ist so, dass 15% der Schlaganfälle Hirnblutungen sind. Da gibt es noch eine kleine Untergruppe, so 3% sind Blutungen auf die Hirnhäute, die Suprachnoidalblutung. Die tut übrigens auch weh. Das ist der sogenannte akute Vernichtungskopfschmerz. Ich habe nur erleide aus nichts heraus plötzlichen Kopfschmerz, meistens im Nacken, wie ich es nicht gekannt habe. Das ist ein Notfallsymptom, das auch jeder versteht, dass jetzt Not am Mann ist und ich jetzt sofort ins Krankenhaus muss. Und die sind häufig sehr schwierig zu behandeln. Das machen bei uns im Krankenhaus die Neurochirurgen, das heißt, die operieren dann die Blutungsquelle in einem Notfalleingriff. Oder auch die Neuroradiologen, die einfach diese Ausbuchtung der Hirnarterie mit auch wieder Notfallhirnkatheter verstopfen. Da kommen so kleine Platinspiralen rein, dann blutet es da nicht mal raus. Wichtig ist nochmal, auch für den Laien, man kann vor dem Computertomogramm gar nicht unterscheiden, ob es ein Hirninfarkt oder eine Hirnblutung ist. Also man muss beides man haben. Man muss warten mit der Thrombolysetherapie zum Beispiel bis zum Computertomogramm im Krankenhaus. Ja. Dann kann man sagen Hirnblutung, Hirninfarkt. Ein paar Prozent haben wirklich diese akuten Schmerzen, aber die meisten Hirnblutungen haben gar keine Kopfschmerzen oder so etwas. Also die Symptome sind gleich. Aha, das heißt also, es muss schnell gehen. Und Sie sind ja auch ein Schlaganfallzentrum. Ja. Und heißt das dann, dass sozusagen für alle Eventualitäten, die ich haben könnte, in meinem Kopf alles bereitsteht? Ist genau, so? Bei uns in St. Georg, das ist die Hauptbehandlung, erfolgt in der Regel dann ja durch die Klinik für Neurologie mit der Schlaganfall-Spezialstation. Wir sind besonders trainiert. Aber wir haben für alle Eventualitäten des akuten oder auch bei chronischen Erkrankungen der Hirngefäße, akuten Schlaganfalls, halten wir alles vor. Insbesondere eben die Abteilung für Neurochirurgie, die diese Hirnblutung versorgen kann. Und natürlich den Hirnkatheter durch den Neuroradiologen, die eben diese Notfalltherapie machen können. Das heißt, das komplette Spektrum aller Formen des Schlaganfalls ist bei uns rund um die Uhr abgedeckt. Genau, und dazu glaube ich auch noch die Rehabilitation. Wir haben in der Neurologie angegliedert eine Abteilung für die Menschen, die schwere Ausfälle trotzdem erleiden, trotz aller Therapie. Und die gehen sozusagen nahtlos von uns dann in eine spezialisierte Abteilung, wo da angenommen, es sind schwere Ausfälle noch dabei. Und das können auch junge Menschen sein, muss man sagen. Also wir haben viele auch jüngere Menschen mit schwersten Lähmungen oder Folgen von Hirnblutungen, die dort eine sehr intensive Therapie bekommen. Also man muss wissen, 300 Therapieminuten pro Tag beinhaltet dieses Konzept. Das heißt, 5 Stunden Therapie, entweder durch Pflege oder Therapeuten wie Logopädie oder Ergotherapie oder Physiotherapie, auch andere Therapeuten, zusammen mit der engen ärztlichen Behandlung. Das ist so fast wie eine Intensivstation, nur für Reha. Ja, genau. Ist ja erstaunlich, was der Körper wieder erlernen kann, rein durch Übung. Wie lange sind dann Patienten in der Reha bei Ihnen? Viele Wochen, viele Wochen. Also bei dieser schwerstkranken Frühreha sind die Menschen häufig viele, viele Wochen bei uns, manche sogar Monate, bis sie dann so wiederhergestellt sind, dass sie die nächste Phase der Rehabilitation eintreten können. Das ist in der Regel in einem anderen Klinikum außerhalb von Hamburg in diesem Fall. Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund. Musik